Der Welthungerindex berechnet die Hungersituation in den Ländern mit Hilfe von drei gleichwertigen Indikatoren. Erstens dem Anteil der Menschen, die unterernährt sind. Zweitens dem Anteil der untergewichtigen Kinder unter 5 Jahren. Und drittens der Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5. Der jährliche Welthungerindex hat sich zu einem gern genutzten Instrument entwickelt, um die Hungersituation in 120 Ländern zu messen und zu vergleichen. In diesem Jahr zeigt der Index bedeutende Verbesserungen, ebenso wie noch bestehende Bedürfnisse. Was also sind die Kernbotschaften des Welthungerindex 2014? Die gute Botschaft ist, der Wert für den gesamten Welthungerindex ist seit 1990 um 39% gefallen. 26 Länder konnten in diesem Zeitraum ihren Wert um 50% und mehr reduzieren. Besonders verbessern konnten sich Angola, Bangladesch, Tschad, Ghana, Kambodscha, Malawi, Niger, Ruanda, Thailand und Vietnam. Dies bedeutet auch gesündere Menschen und oftmals stabilere politische Umstände. Doch es gibt immer noch genug zu tun im Kampf gegen den Hunger. Die Hungersituation in 16 Ländern bleibt gravierend oder sehr ernst. Die meisten dieser Länder befinden sich in Afrika südlich der Sahara. Aber auch Haiti, Jemen, Laos und Timor-Leste fallen in diese Kategorien. Eine angemessene Kalorienzufuhr ist eine wichtige, aber keine hinreichende Gewähr für eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Entwicklung. 805 Millionen Menschen bekommen nicht genügend Kalorien. Noch bedenklicher ist die Zahl der Menschen, die weltweit an verborgenem Hunger leiden, also nicht genügend Vitamine und Mineralien bekommen. Mehr als 2 Milliarden Menschen sind weltweit davon betroffen. Die Konsequenzen sind Krankheiten, geringe Leistungsfähigkeit und oft auch eine verminderte Lebenserwartung. Der Welthungerindex 2014 schaut nicht nur auf die Probleme, die durch Hunger und verborgenen Hunger entstehen. Der Bericht bietet auch Lösungsansätze. Lesen Sie den Bericht und finden Sie heraus, was Sie weltweit gegen den Hunger tun können.